Das ist die Regionalliga Nord auf Sport Total. Werder Bremen 2 natürlich in den gewohnten grünen Trikots von links nach rechts und Hildesheim im Weiß von rechts nach links. Lieber der lange Ball von Brandt, weil Bremen eben auch den Druck sehr hoch setzt. Und das ist die erste Möglichkeit. Dussalech und Götzel. 1:0. Nein, er macht es nicht. Moritz Götzel. Also drei Verletzungen. Das reicht doch jetzt mal. Hoffen wir, dass alle jetzt gesund bleiben. Das ist schon wirklich sehr viel Backhaus. Leichte Unsicherheit. Rassante kann den Ball nicht in die Kontersituation einleiten. Das ist Götzel, immer noch Götzel. Macht ihn nicht. Berger. Eickhoff zurück auf Berger. Kommt mal zum Abschluss und klasse Parade von Brandt. Großartig gelöst und dann ist er nochmal da. Wird dann aber gefoult. Und hält hier bzw. pariert hier die erste wirklich große Chance der Werderaner. Klasse Abschluss von Berger und noch bessere Parade von Antonio Brandt. Und der bekommt die noch. Wieder Yilmaz. Unsauber da. Und Akdaş. Tolles Ding. Ball noch im Spiel. Und gut geklärt. Hier die erste Aufgabe gegen den 2. Nächste Woche dann gegen St. Pauli 2. Und jetzt die erste Chance der ersten, zweiten Halbzeit. Götzel mit dem Kopfball. Und Backhaus ist wieder zur Stelle. Und aufs Tor gezogen und der Ball ist drin. 1:0 für Hildesheim. Toller Ball getreten und dann müssen wir uns das nochmal anschauen, wer da wirklich noch dran war. Und das sieht mir aus nach Akdaş. Das ist Elçalech, Bagdadi und Yilmaz mit dem Abschluss. Wieder Bagdadi, wird er gelegt und es gibt den Elfmeter für Hildesheim. War eine Schubser zu erkennen. Hier der erste, da der zweite, leichte Kontakt von Ole Schulz muss das gewesen sein. Genau, der Eingewechselte. Jetzt erstmal Götzel macht ihn! 2:0 für Hildesheim. Und jetzt der katastrophale Fehlpass und das ist Gittkamp, der macht das Ding zum 13:0 für Hildesheim. Finn Kitzka ist aber sowas von hellwach. Bestraft diesen katastrophalen Fehler der Bremer mit einem tollen Abschluss dazu. Muss doch natürlich nicht sein. Ändert jetzt auch nichts. Hildesheim gewinnt mit 13:0 gegen SV Werder 2.
Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.